Wie verkaufen wir erstmal? Was mit Steuerung? Ja, erstmal mit Steuerung. Weg hier, alles weg, alles weg. Ihr Zauber weg. Moment mal. Gesundheitspunkte, Rüstverteidigung 6, Verteidigung 4. Was? Du bist zu voll. Erstmal das hier alles weg. Habe ich die schon rübergeschmissen, die? Ja, habe ich. Nochmal das weg, dann füllen wir hier auf. Die Mana-Tränke kommen hier runter. Ach, der braucht Mana-Tränke. Dann schmeiße ich die gerade mal zu dem hier. Das ist Gesundheit. Drei kommen. Warte mal, was hat der hier? Der hat Verteidigung 3. Nimmt der sofort die hier? So. 24, was jetzt? Moment mal, Moment, Moment, Moment. Ja, nee, wir können die nämlich, man kann die nämlich wieder, Moment, die hier nämlich wieder auffüllen, die leeren, mit anderen Tränken, mit Flüssigkeit aus anderen Tränken. Dann sind die wieder voll und die nehmen halt weniger Platz weg, als die ganzen kleinen da. Zauber, weg, 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 alles weg, komm hier. Abgang. 24, 36, 24, 36, nicht wirklich. Weg. Du Schätzchen, was hast du für einen Bogen? 25 bis 39. Nö, das ist der gleiche. Das hier ist. Hey! Zauber weg. Und die schmeißen wir mal zu dem hier. So wie ich meine Truppe kenne, wird er als Heiler ziemlich viele Tränke benötigen. Da kriegt er auch noch einen und der auch noch. Komm, hier so. So. Jo, verticken, 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 verticken. Und mal 5% Fernangriff. Nahkampfsicherheit, 12 Gesundheit. Nee, komm, nimmst du den hier? Verticken, 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 verticken. Und das meine ich mit dem Auffüllen. Achtung, ich habe hier, also hier habe ich einen kleinen Mana-Tank und hier habe ich einen nicht mehr ganz so vollen großen Mana, also normalen Mana-Tank. Und jetzt drücke ich hier drauf. Jetzt ist der plötzlich voll. Immer noch nicht ganz voll, weil da mehr als 200. Der hat nur 200 und der hier wurde jetzt. Okay, nochmal. Boah, ich bin so durcheinander gerade. Der kleine Mana-Tank hat 200. Kann 200 Mana wiederherstellen. Der hier insgesamt 500. Der war eben bei 200 paar zerquetscht, bei 283 wahrscheinlich. Jetzt habe ich mit den kleinen da reingefüllt. Es wurden nochmal 200 hinzugefügt, also sind es jetzt 483. So läuft das ungefähr. Das ist eben relativ praktisch, da. Ach, der hat ja noch so viele Zauber zu verticken. Hier, die brauchen wir nicht. Und Stiefel und einen blöden Stab. So, erstmal Tränke. Erst einmal Tränke. Hier, die nehmen wir alle mit. Die nehmen wir auch alle mit. So. So, so, so. So. So, so. Achso, das sind wir so. Und dann werden die hier noch so und. Ah, blöd. Nee, komm, behältst du den hier. Schmeißt hier noch einen rüber und hier noch einen rüber und hier noch einen rüber. So. Und hier nochmal. Ja, passt, passt. Ach, der hat auch noch so viel Schrott. Komm, hier. Weg, 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 weg. So. Machen wir das so. Es hat ja ein verschiedenes Zauberbücher. Ich wollte Zauberbücher mitnehmen, damit die nicht so viel Platz wegnehmen. Ich habe zwei mit. So, damit die ganzen, da schmeißen wir die ganzen Zauber rein, die wir nicht brauchen. Dann nehmen die insgesamt weniger Platz weg. Ja. Rüstung. 73 meine ich, hätten wir hier im Angebot. 73. Hey, teuer. Was hat er hier? 73, 63, 73, ne, das ist der noch besser.
Der hier ist ja Schnieke, das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Der braucht Stärke 20. Was hat denn der hier? 18. 18, die können die noch gar nicht tragen. Was braucht denn der hier? 17. Dann machen wir das, kaufen wir uns hier so ein. Schmeißen den ein, zwei darunter. Und der hat 60. Deiner hat 44. So. Waffentechnisch. Ach, Moment, die Lady noch. Die hat im Moment einen 19er. 50. Oh. 18.000, ich glaub's hakt. Neunzehn, 18. Oh. 23. Sorry, Schätzchen, aber du kriegst den ja. Den 18.000 gebe ich halt für eine einzelne Rüstung aus. Wie blöd ist denn das? Ach, die hier. Ich glaube, die lasse ich einfach mal so. Die sind ja eh nicht so auf. Das sieht eigentlich ganz schick aus, was sie da haben. Für den vielleicht noch was Verzaubertes? Was Mana bringt oder so? Moment, was haben wir hier? Verteidigung 6. Verteidigung 18. Ja, Verteidigung ist halt auch wichtig. 6. Nahkampffähigkeit. Pff, von wegen. Gesundheit, Verteidigung 5. Nee, komm, dann lässt er das Ding mal an. Dann schauen wir mal nach Kopfbedeckungen. Hier, Verteidigung 13. Hui, nee. Was ist denn das hier? Verteidigung 10, Naturzauberfähigkeitspunkt. Stärke 19. Ja, nee. Sonst hätte ich denen einen von den Manturmagiern gegeben. Was bringt sie offenbar auch nicht? Stärkepunkt fügt er hinzu. Ja, wie geil ist das denn? Stärke 21. Können wir allerdings auch nur wir anziehen. Er hat dann plötzlich 22. Nö. Der hat mir zu viel Zauber. Das paar Handschuhe. Aber Kopfbedeckung wollten wir eigentlich schauen. Der hier hat Verteidigung 13. Verteidigung 11. Verteidigung 13. Nee, das lohnt sich nicht wirklich. Und der braucht 22. Hat Verteidigung 14. Einen mehr könnten wir machen, wenn wir die anderen Handschuhe hier kaufen. Die hier. Aber ein Verteidigungspunkt, weiß ich jetzt nicht, rentiert sich wahrscheinlich eher weniger. Ja, behältst du mal deinen Kopf und deine Handschuhe? Verteidigung 4, also da kann man echt noch was drechseln. Komm hier. Hier waren ja keine Helme. Hier sind keine verfügbaren. Was hast du an Handschuhen dabei? Plus 50, 15 Gesundheit. Plus 15 Gesundheit. Handschuhe haben wir gesagt. 900 sind. Ui, 1900. Ah, ne, es sind sowieso Schuhe. 8. 2. Ui. Ui. Komm, das gönnen wir dem mal. Kopfbedeckung wollten wir eigentlich noch schauen. Ich schweife andauernd ab, merke ich gerade. Aber das ist ja wahrscheinlich nichts Neues. Stärke Verteidigung 7, Verteidigung 4 gekauft. Achte ich jetzt auch nicht wirklich auf den Preis. Bei so einem Unterschied, da muss man den auch aufrüsten, ansonsten springt er uns irgendwann in die Kiste und. Naja, dann haben wir Nahkämpfer weniger. Das brauchen wir auch nicht. Der hier hat Verteidigung 4 eine Haube. Verteidigung 3, 3, 4. Nö. Offenbar ja nicht. Okay, was hat er an Handschuhen? Verteidigung 6 plus 13 Rüstungspunkte. Plus Gesundheit, Stärke. Ja, das sind dann halt die. Moment. Braucht die nicht eben noch Stärke 21? Oder waren das andere? Moment mal, waren das die hier? Hä? Da war doch Stärke 21 und dann plus 1 Stärke. Puh. Also, ich verstehe mich manchmal selbst nicht mehr. Komm, dann kriegt der hier die Stärke-Handschuhe. Oder? Rüstung? Gesundheit? Nee. Der braucht Rüstung und der braucht Gesundheit. Gut, wenn er mit dem eigentlich soweit auch durch, meine ich. Schilde könnten wir schauen. Ah, die sind ja hier hinten. Machen wir erstmal hier weiter. Kopfbedeckung bei der Dame. Was hatten die hier im Moment? Zwei. Da, uiuiui.
3, Fernkampf. Fernkampf 4. Können wir uns jetzt sogar aussuchen. Welches sieht hübscher aus? Hier, komm, schlicht. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Auf jeden Fall ist es das neue Schwarz, das passt immer. So, wir könnten eigentlich das hier verkaufen, weil den Streitkolben braucht sie als Fernkämpferin gar nicht. 20, 10, ach komm. Bleiben wir mal vollständig hier, das ist ja jetzt eigentlich Wurst. Verteidigung 2, was haben wir hier denn hier? Verteidigung 5. Bis Gesundheit da, Verteidigung 2. Nee, komm, mache ich jetzt mal den Spitzhut da, auch wenn er kacke aussieht. Und du? Hast noch gar nichts hier, so. Und du? Verteidigung 2. Nee. Irgendwas. Irgendein Hütchen werden wir doch. Verteidigung 4. Ja, komm, kriegst du den hier. So. Waffen. 35. Hey, hier ist eine Armbrust. Erfordert Stärke 14. Dauert noch. Erfordert Stärke. Geschicklichkeit 21 dauert auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die mitschleppen sollen. Ich glaube ja fast eher nicht. Der kostet sowieso 18.000. Na, ich weiß nicht. Schauen wir erstmal hier die regulären Waffen, also die Nahkampfwaffen und den restlichen Krimskrams, was wir uns da leisten können. Das sind 8.000. Ah, oh, das ist alles so teuer. Zweihandwaffe. Geht der Effekt vom Schild verloren? Das wollen wir auch nicht. 34,51. Ist natürlich schon nice. Ein Fernkampfzufähigkeitspunkt, wie sinnlos ist denn das? 505. Ah, Zweihandwaffe, ich dachte schon. Was haben wir denn sonst noch hier? Stahl ist aber, glaube ich. Nee, das ist eine Einhandwaffe. 40 bis 59. Gekauft. Sind zwar 7000, aber. Das Ding hat ja wohl einen Schaden. Ha. Moment mal, 26, 34. 26, 34. 30, 37. 30, 37. Nee, dann verticken wir mal den hier. Andererseits, Moment mal, was hat denn. Das sind immer noch 35, 47. Was haben wir denn hier? 47, nee, 35. Das sieht doch hübsch aus. Ich glaube, ich gebe jetzt mal ein bisschen Geld aus. So. 30, 37, 30, 37. Komm, machen wir das folgendermaßen. So. Jetzt für dich brauchen wir einen neuen Bogen im Idealfall. Obwohl, 30, 45, 54. 30, 54, nö. Die Richtung werden sie nur schlechter. Aber ich glaube. Ich komme gerade in den Kaufrausch. Ich glaube, ich nehme doch das Teil hier mit. Obwohl 18.000. Ich schaue erstmal Schilde. Wenn ich mit. Wenn wir fertig sind, wenn wir hier durch sind und wir uns immer noch die Armbrust leisten können, nehmen wir es einfach mit. Verteidigung 10, 10 Rüstung, 15 Gesundheit. Wie viel Rüstung? 10 Rüstung. 21 Gesundheit. 2000. 2.500. Was hat denn der hier? Ich sehe natürlich. Stärke 24. Nee, die mitzuschleppen? Nee, Quatsch. Machen wir es jetzt folgendermaßen und reichen den mal weiter runter. Das sind. Haben wir gesagt. 10, 10, 15. Was hat der hier? So, du hast hier einen Elfer. Ein 7er. Ticken wir mal, was haben wir hier? Ein 11er. Verzaubert 3, 15. Fügt einen Geschicklichkeitspunkt. Ja, der hat 15, den nehmen wir. So. Ihr seid versorgt. Bei Zaubern könnten wir mal schauen. Nach einem guten Kampfzauber, nach einem effektiven. Was ist denn das? Ach so, nee, naja.
Ich weiß nicht. Nicht mein Geschmack. Der hier. Kampfzauber der 10. Wie schlecht ist denn? Der lernt er überhaupt nicht? Ha. Okay, Kampfzauberstufe. Aber also Eurowolke ist eigentlich. Er macht halt auch Radial. Also nicht Radial, aber es ist. Nicht Radialschaden, aber es beschädigt halt auch Gegner im Umkreis, im näheren Umfeld des getroffenen Gegners. Seelenlanz haben wir ja entschieden. Oder ich entschieden, einstimmig. Entschieden, dass. Der die Seelenlanze kacke ist. Ich habe einstimmig entschieden. Das ist natürlich auch geil. Kampfesheilung haben wir ja. Ich glaube, die nehmen wir einfach mal mit. Hier. Komm, sind doch nicht bei armen Leute. Tränke. Ah, neue Tränke, hä? Ja, sorry Leute, aber ich nehme jetzt jeden Gesundheitstrank mit, den man kriegen kann, ne? So, das reicht jetzt aber auch erstmal. Verteilen wir noch ein bisschen hier. So ein und so ein. Kriegt ihr jetzt erstmal. 3. 1, 2, 3. Oh, sorry, wenn das jetzt ein bisschen. 1, 2, 2, 3. So. Ja, sorry, wenn das jetzt ein bisschen langweilig ist, aber das gehört immer dazu. Das ist schließlich ein Let's Play. Und kein, weiß nicht, Let's. Mach sonst was. 1, 2, 3. Aber ich muss langsam echt mal an meinen blöden Sprüchen arbeiten, weil das ist sogar mir ein bisschen peinlich. Nee, das ist ein Let's Play und kein. Spar dir den artigen Abschied und zieh Leine. Ich hab was Besseres mit meiner Zeit vor. Alter, du hast gerade weiß ich wie viele tausend oder 10.000 Gold an uns gewonnen hier. Sei mal ein bisschen freundlicher, wo bist du? Hier. Nee, das, also das ist ein, ja, ein Let's Play und kein, naja, Review oder sowas. Zum Let's Play gehört nun mal die komplette unangenehme Kiste. Und ich schau grad mal. Ach, Dreck. Ja. Ich bin mal wieder clever. Man merkt's. Ich erzähle euch jetzt mal warum. Nämlich habe ich mir mal wieder vorgenommen, eine Stoppuhr neben den Rechner zu stellen, auf das ich sehe, wann die jeweiligen 10 Minuten, wann jeweils eine Folge fertig ist. Also alle 10 Minuten. Damit ich möglichst selten einen Sessionwechsel in den Folgen habe. Und jetzt wollte ich gerade auf mein Handy schauen, in der Hoffnung, dass dort die Zeit angezeigt wird, aber das war jetzt nicht so. Weil ich natürlich vergessen habe, auf Start zu drücken. Aber ich glaube, da ich morgen früh raus muss, das ist auch schon wieder relativ spät ist und ich morgen früh raus muss, mache ich jetzt noch diesen Kampf fertig. Du hier gehst auf Kampfzauber. Heilung, Heilung, ja. So. Da ist noch was. Der Claw ist tot, das ist schön. Naja, ich mache den Kampf noch fertig und dann mache ich eine kurze Pause. Und. Ach komm, wenn dann eine Folge zu lang ist, komm, was soll's, ist doch scheißegal. Und ich wollte eigentlich nicht fluchen, zumindest nicht während einer Aufnahme. So, geh nochmal hier hinter. So ein bisschen safe. Dann speichere ich nämlich nochmal. So, ja, überschreiben. So, und dann fange ich jetzt nämlich gleich mit dem Rennen an, dass morgen die Folgen fertig sind, oder zumindest die Rohfassung, dass ich dann gut in Folgen unterteilen kann. Und ich verabschiede mich und sage Tschüss.